Herr und Frau Martin, erkundigte sich die Stimme. Ja. Ich bin Pfarrer Lossmann. Der hatte mir gerade noch gefehlt. Da hatte ich nun in den vergangenen Monaten unsägliche Qualen auf mich genommen, um am Leben zu bleiben, und jetzt schickte mir Gott in der Stunde meines Todes ausgerechnet diesen Pfarrer. Ich konnte es nicht fassen. Eva, ertönte es da auch schon an meinem Ohr. Eva, hören Sie mich. Ich bin Pfarrer Lossmann. Ich tat so, als wäre ich taub, und vernahm voller Dankbarkeit die anklagende Stimme meines Vaters. »Sie ist bewusstlos«, fuhr er Lossmann an. »Das sehen Sie doch!« Der Pfarrer seufzte. »Kennen Sie den Konfirmationsspruch Ihrer Tochter?« »Nein«, brummte Papa. »Wer da sät im Segen, der wird auch ernten im Segen.« Meine Mutter sagte das ganz andächtig, und das war für Lossmann ein gefundenes Fressen. »Das sind weise Worte«, tönte er, »wahre Worte. Sie sollten auch Ihnen ein Trost sein in diesen schweren Stunden.« Mehr verstand ich nicht. Der Herr Seelsorger drosselte vorübergehend die Lautstärke, und so bekam ich nur noch die enervierende Monotonie seines Kanzelorgans mit. Dafür wollte ich gerade meinem Schöpfer danken, als es mir neuerlich ans Fell ging. »Eva«, brüllte Lossmann mir ohne Vorwarnung ins Gesicht, »Eva, ich bin Pfarrer Lossmann.« Ich erschrak so sehr, dass ich zusammenzuckte, und damit war mein Schicksal besiegelt. Ich musste mich dem unerwünschten Besucher stellen. Langsam öffnete ich die Augen und sah Lossmanns Gesicht dicht neben dem meinen. »Sie wissen, warum ich hier bin?« fragte er mit dumpfer Trauerstimme. »Natürlich wusste ich es. Immer wenn ein Menschenleben zu Ende ging, waren Lossmann oder sein katholischer Kollege zur Stelle.« Ich nickte. »Möchten Sie, dass ich ein Gebet für Sie spreche?« wollte er daraufhin wissen. »Nein.« Dieses Nein schoss nur so aus mir heraus. Ich blickte geradewegs in seine teilnahmslose Miene. »Haben Sie denn den Wunsch, ein Gebet zu sprechen?« »Nein.« Lossmanns Augen brannten wie Feuer. Sie sprühten vor Hass, und ich glaubte deutlich darin zu lesen, dass er mich in diesem Augenblick zu ewigem Fegefeuer verdammte. Dennoch klang seine Stimme unverändert sanft und monoton. »Möchten Sie, dass ich gehe?« »Ja.« Er kniff die Augen zusammen, und im gleichen Moment war mir, als bestünde Lossmann plötzlich nur noch aus seinem Mund, der zu einem riesigen, speicheltriefenden Loch wurde, das alles zu verschlingen drohte. »Mein Kind«, spie es aus, »Sie sollten nicht unvorbereitet vor Ihren Schöpfer treten. Zürnen Sie nicht mit Gott, der Ihnen ein so schweres Schicksal auferlegt hat. Denken Sie immer daran, wen Gott liebt, den lässt er leiden.« Das war der Augenblick, da sich alles in mir in Kraft wandelte. Der Schmerz, die Angst und die Enttäuschung, die Machtlosigkeit und die Unrast, sie wandelten sich in unendliche Kraft. Ich griff mit der Hand nach der metallenen Stange des Infusionsständers und zog mich daran hoch, ohne Lossmann aus den Augen zu lassen. »Wen Gott liebt, den lässt er leiden? Wie konnte dieser Mann es wagen, Gott so etwas zu unterstellen? Wie konnte dieser mickerige Phrasendrescher so tun, als würde er Gottes Gewohnheiten kennen? Woher nahm dieser Wicht die Selbstherrlichkeit? Wen Gott liebt, den lässt er leiden.« Immer weiter richtete ich mich auf, immer fester umklammerte ich den Infusionsständer, ruckte daran, hörte meine Mutter schreien, meinen Vater schimpfen, Lossmann stöhnen und schaffte trotzdem, was ich mir vorgenommen hatte, schaffte es zumindest beinahe. Die Flasche mit der Kochsalzinfusion fiel aus der Halterung und es fehlte nur wenig und sie wäre auf den Himmelskomiker von Gottes Gnaden, Pfarrer Harald Lossmann, niedergegangen. Meine Mutter verhinderte es im letzten Moment, wurde leichenblass. Der gute Herr Pastor stieß endlich einmal ein von Herzen kommendes »Um Gottes Willen« aus und mein Vater, der lachte. Er lachte aus vollem Halse und meinte »Die stirbt nicht. Die zeigt es uns allen. Nein, meine Tochter stirbt nicht.«
Und ich starb nicht. Mein Vater sollte recht behalten. Ich erholte mich wieder von der schweren Operation. Meine Haare begannen wieder zu wachsen. Der Rückkehr ins Leben stand nichts mehr im Wege. 2. Mai 1978. Mein großer Tag. Es war soweit. Draußen lachte das herrlichste Sommerwetter, die Sonne schien und der Himmel war blau. Drinnen war alles bereit. Ich war angezogen, auf meinem Bett lag die Reisetasche und auf einem der Stühle stand mein Kosmetikkoffer. Mit diesen beiden Gepäckstücken war ich vor über 2 Jahren hierher gekommen. Mit diesen beiden Gepäckstücken wollte ich heute nun wieder von hier fortgehen. Ich fühlte mich sonderbar, wie ein Kind, das auf eine Weltreise geschickt wird. Es war keine Angst in mir, das nicht, wohl aber ein banges Zittern, wie es sicher jeder vor großen und ungewissen Abenteuern empfindet. Immerhin kehrte ich heim, und ich versuchte mir vorzustellen, wie das wohl sein würde, wenn ich nun nach so langer Zeit erstmals wieder durch meine Stadt ginge. Bestimmt hatte sich in der Zwischenzeit vieles verändert. Ich wusste, dass sie eine Untergrundbahn gebaut hatten und dass diverse Wolkenkratzer aus dem Boden geschossen waren, dass gemütliche Parkanlagen riesigen Parkhäusern Platz gemacht hatten und dass gewisse kleine Geschäfte großen Ladenketten gewichen waren. Diese Stadt, in der ich geboren und aufgewachsen war, würde mir also erst einmal eine Fremde sein. Zu lange hatte ich in einem ihrer Ghettos gelebt. Zu lange war ich ein Teil von ihr gewesen, ohne dass sie ihrerseits ein Teil von mir gewesen war. Ich musste erst wieder lernen, eine Straße zu überqueren, inmitten vieler Menschen an Schaufenstern entlang zu bummeln, in eines meiner alten Lieblingsgeschäfte zu gehen und mit den Verkäuferinnen zu plaudern. »Meine Güte, wo waren Sie denn so lange?« würden sie fragen. Und ich würde antworten, »am anderen Ende der Welt.« Und dann? Nachdenklich lief ich durchs Zimmer, durch diese paar Quadratmeter Raum, die 26 Monate lang mein Zuhause gewesen waren. »Wenn du denen da draußen die Wahrheit sagst und zugibst, dass du Krebs hattest, behandeln sie dich sofort wie einen Krüppel.« Das hatte eine Patientin irgendwann einmal behauptet. »Die bemerken dann Dinge, die gar nicht vorhanden sind. Dass du müde bist zum Beispiel oder dass du schlecht aussiehst, dass du abgenommen hast. Dass man es dir halt anmerkt.« Deshalb hatte diese Patientin nach ihrer Entlassung immer und überall erzählt, sie wäre lange im Ausland gewesen. Und das schien mir eine kluge Idee zu sein. »Alle Achtung!« Dass Professor Männert hereingekommen war, hatte ich gar nicht bemerkt. Jetzt stand er schon mitten im Zimmer und wies anerkennend auf meine Aufmachung. »Wirklich, Eva, alle Achtung!« Ich stand auf. »Gefalle ich Ihnen?« »Wenn ich jünger wäre, würde ich jetzt mit der Zunge schnalzen.« »Aber Herr Professor!« Ich lächelte ihn an. »Sind Sie soweit?« fragte er dann. »Fast, nur noch ein paar Kleinigkeiten.« »Nur noch ein paar Kleinigkeiten«, wiederholte er amüsiert. »Das kenne ich von meiner Frau. Am Ende ist die Brühe dicker als die Brocken, wie man so schön sagt. Das heißt, am Ende wiegen die Kleinigkeiten im Handgepäck ebenso viel wie die 2 Koffer zusammen.« »Eva, ich müsste da noch etwas mit Ihnen besprechen.« Gleich von Anfang an hatte ich so etwas geahnt. Ein plaudernder Männert war immer ein besonders gefährlicher Männert. Er setzte sich auf Claudias Bett und sah mich an. »Na, kommen Sie, Eva. Setzen Sie sich für einen Moment zu mir.« Er klopfte mit der Hand neben sich auf die Matratze und das wirkte so einladend, dass ich das Angebot einfach annehmen musste. »Tja, Sie haben es also geschafft. Und jetzt sind Sie froh, nicht wahr?« Ich verzog das Gesicht. »Wunderschönes Wetter draußen, nicht wahr?« »Und gut geschminkt bin ich, nicht wahr?« Er schmunzelte. »Ist es mal wieder so schwer, Herr Professor?« »Eigentlich nicht«, erwiderte er nach einem tiefen Seufzer. »Aber bei Ihnen...« Ich konnte mir denken, worum es ging, und deshalb beschloss ich, der Angelegenheit besser gleich auf meine Art zu begegnen. Betont langsam griff ich zu meinem Zigarettenetui und zu meinem Feuerzeug. Betont langsam nahm ich mir eine Zigarette, steckte sie zwischen die Lippen, zündete sie an.
Eva, vernahm ich da auch schon. Wie oft soll ich es Ihnen denn nun noch ans Herz legen? Wie oft soll ich es Ihnen noch sagen? Keine Sonne, kein Alkohol, keine Zigaretten, kein Baby, keine übermäßigen Anstrengungen, kein Fleisch, keine... Aber so ist es nun mal. Wissen Sie, Herr Professor, wenn ich mich an all diese Verbote halten soll... Ja, dann hänge ich mich am besten gleich auf. Aber Kind, Männer tragen die Hände. Das ist doch Unsinn. Sie müssen doch nur vernünftig sein. Ja, ja. Bitte, Eva. Ja, doch. Versprechen Sie es mir? Nein. Er wirkte regelrecht verzweifelt, als er das vernahm, aber er versuchte, das nicht allzu sehr zu zeigen. Was soll ich bloß mit Ihnen machen? Ich lächelte und griff nach dem Aschenbecher, stellte ihn genau zwischen uns aufs Bett. Lassen Sie mich am besten einfach gehen. Den Rest mache ich dann schon allein. Zweifelnd sah er mich an. Sie haben mir mal gesagt, als Kind glaubt man, das Leben sei ein einziges großes Abenteuer und man denkt nicht ans Sterben, fuhr ich deshalb fort. Erinnern Sie sich? Ja. Damals habe ich Ihnen keine Antwort darauf gegeben, weil ich nämlich bis jetzt noch nie eine Chance hatte, richtig erwachsen zu werden, richtig zu leben. Vielleicht wird mir aber gerade diese Schwäche auf Dauer eine extreme Stärke verleihen. Und vielleicht schaffe ich es mit dieser so besonderen Stärke, dann ja doch noch die Welt aus den Angeln zu heben. Wollen Sie das denn, Eva? Männert war sichtlich überrascht. Ja, erwiderte ich und zerdrückte meine Zigarette im Aschenbecher. Und dabei stünden mir Verbote und Vorschriften nur im Wege. Im ersten Moment schien der Professor von meiner Ansprache zutiefst beeindruckt zu sein. Doch dann grinste er plötzlich und stellte den Aschenbecher demonstrativ zurück auf den Nachttisch. Wollen wir darauf jetzt ein kleines Schnäpschen trinken, Eva, oder wie hatten Sie sich das gedacht? Bevor ich eine Antwort geben konnte, flog die Tür auf und ein atemloser Dr. Behringer stürzte ins Zimmer. Das muss ich sehen. Die Küchenschwester hat mir gerade gesagt, oh, das übertrifft ja noch all meine Erwartungen. Ich war stolz wie seit Jahren nicht mehr und deshalb erhob ich mich von der Bettkante und stolzierte durch den Raum, wie es an und für sich nur hochbezahlte Mannequins auf dem Laufsteg zu tun pflegten. Was so alles aus einem kahlköpfigen Mädchen werden kann. Behringer sagte das mehr zu sich selbst als zu seinem Professor, doch war Männert ja nicht umsonst Chefarzt geworden, er nutzte jede Chance, schien sie auf Anhieb auch noch so klein zu sein. Ja, hakte er deshalb auch jetzt gleich ein, nur habe ich gerade versucht, dieses ehemals kahlköpfige Mädchen auf seine Zukunft vorzubereiten, und das, Herr Kollege, das ist zwecklos? Sie sagen es. Dr. Behringer lächelte. Nun, Herr Professor, wie ich unsere Eva kenne, sie wird sich in die Sonne knallen und rauchen und saufen wie ein Weltmeister, beendete Männer den Satz. Stimmt's? Angriffslustig sah er mich an, aber ich zog es vor, nicht zu reagieren. Stattdessen zupfte ich an den Ärmeln meiner Bluse, strich meinen Rock glatt. Wann werden Sie abgeholt? Wechselte Behringer daraufhin das Thema. Überhaupt nicht. Wie? Was? Auch Männert war äußerst erstaunt, geradezu erschüttert. Ich bin damals doch auch allein gekommen, sagte ich. Schon, nur deshalb werde ich heute auch allein wieder gehen. So habe ich es mir gewünscht. Verstehen konnten sie das beide nicht, das war ihnen deutlich anzusehen. Sie schüttelten jeder für sich und dennoch gemeinsam das Medizinerhaupt, und bestimmt hatte es noch eine weiterführende Diskussion gegeben, wenn nicht im nächsten Moment, nach einem zaghaften Klopfen, Helma und Gertrud hereingekommen wären, auf leisen Sohlen, verlegen lächelnd. Sie hatten sich frische Kittel übergezogen, und Helma hatte sogar einen Hauch von Lippenstift aufgelegt. Dieser Anblick war für mich wie ein Schlag in die Magengrube.
Er unterstrich das Feierliche und Einmalige dieses Augenblicks. Und ich spürte plötzlich, dass ich dem nicht gewachsen war, dass ich anfing, sentimental zu werden, dass mir die Tränen in die Augen stiegen. »Ach, du grüne Neune«, rief ich deshalb betont kaltschnäuzig, »da sind wir ja dann alle vollzählig. Und jetzt? Ein Lied?« Das weißgekleidete Quartett war sich einig. Schweigend sahen sie mich an, und am liebsten wäre ich einfach davongelaufen. Da mir das aber auch keine Lösung zu sein schien, bekannte ich mich zu meiner verzweifelten Lage. »Also, entweder ich biege mich jetzt gleich vor Lachen, oder ich heule los. Das liegt bei Ihnen.« Professor Mennert atmete schwer. »2 Jahre sind nun mal eine lange Zeit.« Er sagte das mit einer Wehmut in der Stimme, die alles nur noch schlimmer machte. Auch mir fiel dieser Abschied schwer, viel schwerer, als ich es jemals für möglich gehalten hätte. Ich wollte ihn aber unbedingt ohne Tränen hinter mich bringen, nicht nur wegen des Make-ups, vor allem wegen der Erinnerung. Ich wollte nicht ein Leben lang an diese Stunde hier zurückdenken und wissen, dass ich dabei geweint hatte. Niemand, der ein wenig denken konnte, heulte, weil er nach 2-jähriger Haft den Kerker verlassen durfte. Also suchte ich verzweifelt nach einem Ausweg aus der Rührseligkeit, nach einem letzten Strohhalm, an dem ich mich festhalten und aufrichten konnte. Er lag auf meinem Bett. Gerade noch rechtzeitig entdeckte ich ihn. Mein Negligé lag immer noch auf dem Bett. Jener ärmellose, spitzenbesetzte, bis zum Brustbein bzw. bis zum Steiß ausgeschnittene Traum aus champagnerfarbener Seide. Dieses Ding nahm ich mir nun vor und faltete es mit geometrischer Genauigkeit zusammen, dass nur keines der Spitzchen einen Knick bekam. Derweil machte Schwester Helma dem bedrückenden Schweigen ein Ende. »Ach ja«, seufzte sie, um alsdann einen Monolog zu beginnen. »Ich habe mich so an die Eva gewöhnt, sie wird mir bestimmt fehlen. Nicht wahr, Gertrud? Ihnen wird sie doch sicher auch fehlen. Und wer weiß, wie es ihr erst mal mit uns ergeht. Ich denke mir ja immer...« Das soeben erst mit geometrischer Genauigkeit zusammengefaltete Negligé fiel mir vor Schreck aus der Hand, denn Helma erklärte, wie sehr wir alle im Laufe der Zeit doch miteinander verwachsen wären und wie schwer es uns allen doch fiele, jetzt voneinander zu scheiden. Ich hob das Nachthemd wieder auf und war plötzlich berauscht von dem Gedanken, fortan mein Tagwerk ohne »Haben Sie abgeführt?« zu beginnen. Herrlich musste es sein, diese Frage nun niemals wieder zu hören. Einfach herrlich. Helma sah das aber wohl ganz anders. »Richtig komisch wird mir das vorkommen, in dieses Zimmer zu gehen und die Eva nicht mehr in diesem Bett zu sehen«, sagte sie. »Das kann ich mir jetzt noch gar nicht vorstellen, dass sie einfach nicht mehr da ist, dass sie vielleicht nie mehr... Aber wir werden uns ja bestimmt noch mal wiedersehen. Die Welt ist ja viel kleiner, als man denkt. Nicht wahr, Eva?« »Eva!« Ich warf das Nachthemd zurück aufs Bett, dann blickte ich endlich wieder auf und dabei machte ich wohl ein derart entsetztes Gesicht, dass Helmas Verbaltornado schlagartig endete und alle 4 mich ansahen, als wäre ich ein Wesen aus einer fremden Galaxie. »Was ist denn?« erkundigten sie sich nacheinander. »Habe ich etwas Falsches gesagt?« fügte Helma hinzu. »Ja«, ich antwortete laut und deutlich, um nur ja nicht überhört zu werden. »Wir werden uns nämlich ganz bestimmt nicht wiedersehen, weil ich nämlich nicht die Absicht habe, noch einmal wiederzukommen.« Helma zögerte. »Aber so meine ich das doch auch nicht. Sie soll nicht wieder krank werden, Eva. Es wäre aber doch möglich...« »Nein, Schwester Helma, nichts ist möglich. Sollte ich nämlich Sie oder irgendeinen anderen von hier jemals durch Zufall auf der Straße treffen, werde ich freundlich grüßen und weitergehen.« Sie war fassungslos. »Ist das Ihr Ernst?« »Ja.« »Und Sie machen keine Ausnahmen?« »Nein«, sagte ich und schüttelte den Kopf. Helma nahm es betrübt zur Kenntnis, ebenso wie die anderen und doch anders. Sie fühlte sich wohl persönlich angegriffen und dafür tat sie mir nun fast schon wieder leid. Sie war nicht die Schlechteste, vielleicht war sie sogar ein durch und durch liebenswerter Mensch. Man brauchte nur leider immer einen Prellbock, und dieser Prellbock war für mich nun mal von jeher Schwester Helma gewesen.
Und daran sollte sich, wie es schien, auch in den letzten Minuten unserer gemeinsamen Zeit nichts mehr ändern. Das spürte sie vermutlich, denn sie lächelte mich plötzlich verständnisvoll an und reichte mir die Hand. Dann will ich mich jetzt von Ihnen verabschieden. Alles, alles Gute, Eva. Ich lächelte zurück. Danke, Schwester Helma. Darf ich mich gleich anschließen? Fragte Gertrud, die bis dahin stumm und hilflos im Windschatten ihrer Vorgesetzten gestanden hatte. Ich habe so etwas noch nicht allzu oft erlebt, erklärte sie mir jetzt. Und deshalb weiß ich nicht so recht, was ich... Aber es kann ja nicht verkehrt sein, Ihnen Glück zu wünschen, oder? Sicher nicht. Gut, dann wünsche ich Ihnen Glück. Viel Glück. Danke. Ich sagte das und spürte Gertruds Hand in meiner, und im gleichen Moment sah ich sie, wie sie damals gewesen war. Schön wie ein Bild, mit langen schwarzen Haaren, mit tiefbraunen, mandelförmigen Augen, wie sie mir unentwegt mein Gepäck hatte abnehmen wollen und wie sie mich später angebrüllt hatte. Ausbrüche dieser Art stehen hier auf der Tagesordnung. Glauben Sie also bitte nicht, dass mich das beeindruckt. Das alles schien so weit weg. Und doch war es mir in diesem Augenblick ganz nah. So nah, dass ich Gertrud in die Arme nehmen musste und sie ganz fest drückte. Und sie wusste nicht einmal warum. Der letzte im Bunde war dann Dr. Behringer. Geben Sie niemals auf, gab er mir mit auf den Weg, und machen Sie aus Ihrem Leben, was Sie können. Ich werde mich bemühen, erwiderte ich, verwundert über diesen unerwartet lockeren Tonfall. Und wenn Sie mal einen Partner brauchen, Eva, beim Segeln vor der Costa Smeralda? Ich schmunzelte. Rufe ich Sie an. Wir mussten beide darüber lachen, und als er, gefolgt von Helma und Gertrud, Sekunden später den Raum verließ, fragte ich mich, warum wir das nicht früher schon mal getan hatten, warum wir nie unbeschwert miteinander gelacht hatten, Dr. Behringer und ich. Langsam drehte ich mich um. Professor Mennert saß noch immer auf Claudias Bett. Er sah mich an, als wüsste er genau, was ich in diesem Augenblick empfand, und dann stand er plötzlich auf und schloss ganz sacht die Tür, die Behringer und Co. versehentlich offen gelassen hatten. So. Ohne mich dabei aus den Augen zu lassen, griff er in eine seiner Kitteltaschen und zog ein roséfarbenes Blatt Papier heraus. Da Sie in diese Klinik ja um nichts in der Welt zurückkehren wollen, das Elisabeth-Krankenhaus wird fortan die Nachsorgeuntersuchungen durchführen. Die werden Sie anschreiben. Dass er sich darum gekümmert hatte, war mir völlig neu. Wir hatten nur ein einziges Mal darüber gesprochen. Freuen Sie sich nicht zu früh, winkte er ab, bevor ich eine entsprechende Dankeshymne anstimmen konnte. Professor Rosenthal vom Elisabeth-Krankenhaus ist nämlich ein Studienkollege von mir, und deshalb werde ich bei den Untersuchungen anwesend sein. Mich werden Sie also auch in Zukunft noch ertragen müssen. Verlegen senkte ich den Kopf. Bei Ihnen ist das ja auch was anderes, sagte ich. Sie sind ja nicht Schwester Helma. Er stutzte einen Moment. Wofür ich meinem Schöpfer wirklich nur dankbar sein kann, liebe Eva, täglich aufs Neue. Ich blickte auf und wollte lachen, aber es gelang mir nicht. Mennert sah mich so merkwürdig an, und er kam auf mich zu, einen Schritt, zwei Schritte. Dann reichte er mir das roséfarbene Blatt Papier. Das ist er, Eva. Ihr Entlassungsschein. Für einen kurzen Moment war ich sprachlos. 2 Jahre und 2 Monate hatte ich mich gequält, und dieses lächerliche Stück Papier war nun der Lohn. Zögernd nahm ich es in Empfang. Hauchdünn und nahezu schwerelos lag es in meiner Hand. Unscheinbar sah es aus. Und doch war es wertvoller für mich als irgendetwas anderes. Hätten Sie das gedacht? Fragte ich leise. Hätten Sie gedacht, dass ich es schaffe? Nein. Und Sie? Ja. Er schmunzelte. Wissen Sie, Eva, nur wenige Menschen sind bereits zu Lebzeiten eine Legende. Die meisten werden es erst, wenn sie tot sind, wenn überhaupt. Sie, Eva, Sie sind eine lebende Legende.
Zumindest für mich. Sie sind der stolze Höhepunkt meiner 35-jährigen Berufspraxis. Die Belohnung für all die Mühen, für all die Misserfolge. Er streckte mir seine Hand entgegen und ich ergriff sie wie ein Kind. Vielen Dank, flüsterte ich. Wofür? Für alles. Er lächelte. Danken Sie nicht mir, Eva. Danken Sie Ihrem inneren Schweinehund, Ihrer widerborstigen Natur. Die haben Sie gerettet. Ich habe damit herzlich wenig zu tun. Bleiben Sie trotzdem dabei, dass ich keine 90 werde wie meine Großmutter? Das hatte ich noch nicht ganz ausgesprochen, als Männert meine Hand auch schon wieder losließ. Ja, Eva, erwiderte er dann nach einigem Zögern, dabei bleibe ich. Trotz meines inneren Schweinehundes? Ja. Trotz meiner widerborstigen Natur? Ja. Ich musste grinsen. Gut, sagte ich dann. Sie sind so ungefähr 60 und ich bin 20. Sie glauben nicht, dass ich 90 werde und ich glaube es. Also werde ich es Ihnen wohl beweisen müssen, dass ich recht habe und nicht Sie. Halten Sie so lange aus? Ich fragte das mit einem Augenzwinkern und wir lachten darüber, aber es war ein verhaltenes Lachen. Ebenso gut hätten wir verhalten weinen können. Männert sah mich an, als würde er diesen Anblick Zeit seines Lebens nicht mehr vergessen wollen. Und dann strich er mir plötzlich mit der Hand über die Wange und dabei nickte er mit dem Kopf und dann ging er hinaus, schnellen Schrittes. Ich blieb zurück, allein. Nun war es endgültig soweit. Bis zu diesem Augenblick hatte ich mich grenzenlos stark gefühlt. Jetzt fühlte ich mich schwach. Ich stand da mit dem Entlassungsschein in der Hand und begriff plötzlich, dass von nun an alles in meinen Händen lag. Der Bergsteiger, der in der Silvesternacht 1976 am Fuße des schneebedeckten 8000ers seiner Träume gestanden hatte, dieser Bergsteiger thronte nunmehr hoch oben auf dem Gipfel. Er hatte sein Ziel erreicht. Ich hatte mein Ziel erreicht. Jetzt musste ich meinen Gipfel wieder verlassen. Ich musste hinabsteigen in die Welt, und dabei galt es, wie beim Emporklettern, einen Schritt nach dem anderen zu tun. Mutig, aber nicht unbedacht. Es hatte sich also nichts geändert. Und doch hatte sich alles verändert. Das Ziel nämlich. Ich steckte den Entlassungsschein in das Seitenfach meiner Reisetasche und zog den Reißverschluss zu. Dann ging ich ins Bad, um einen letzten Blick in den Spiegel zu werfen. Gut sah ich aus. Groß und schlank, mit perfekt frisiertem Haar und kunstvoll hergerichtetem Gesicht. Eigentlich sah man mir meine Vergangenheit nicht an, und doch sah ich nicht aus wie ein 20-jähriges Mädchen. Da lag etwas in meinen Augen, was fremd schien. Es war ein Glanz, der vom Tod erzählte und der zugleich nach dem Leben schrie. Es war ein kindliches Feuer, das in der friedvollen Dämmerung des Alters glühte. Es war ich. Mein Innerstes spiegelte sich in meinen Augen und strahlte nach außen, für alle Zeiten. Ein letztes Mal fuhr ich durch mein Haar, nahm die Bürste, ließ sie im Kosmetikkoffer verschwinden, zog meine Kostümjacke über. Das Zimmer wirkte plötzlich steril wie jedes andere Krankenzimmer. 26 lange Monate hatte ich in diesen vier Wänden verbracht, hatte gelebt, gelitten, gelernt. Hier waren Menschen gestorben und Träume Wirklichkeit geworden. Hier war aus mir eine andere geworden. Doch schien all das längst Vergangenheit zu sein. Eine Vergangenheit, in der für mich kein Platz mehr war. Ich nahm mein Gepäck und ging zur Tür. Das Leben ging weiter. Was hinter mir lag, war schwer gewesen. Aber was vor mir lag, würde auch nicht einfach werden. Da brauchte ich mir gar keine Illusionen zu machen. Es würde neue Probleme geben, neue Sorgen, neues Leid. Ich durfte nicht glauben, in diesen 2 Jahren das Dunkel meiner gesamten Existenz ausgelebt zu haben. Ich durfte nicht erwarten, fortan nur noch im Licht zu stehen, sozusagen als Entschädigung. Andere Herausforderungen würden auf mich zukommen, andere Ängste, andere Kümmernisse. Denn das Leben ging weiter.
Ich öffnete die Tür und ging festen Schrittes hinaus, ohne mich noch einmal umzusehen. Von den anderen Patientinnen hatte ich mich schon am Vortag verabschiedet. Sie hatten mir versprechen müssen, mir einen großen Bahnhof zu ersparen. Wie ich jetzt feststellen durfte, hielten sie ihr Wort. Niemand war auf dem Gang, ich konnte ungestört auf die Schwingtür zugehen, die Reisetasche in der rechten, den Kosmetikkoffer in der linken Hand, wie damals. Als ich an Zimmer 104 vorbeikam, blieb ich aber doch noch einmal stehen. Die Tür stand einen Spalt weit geöffnet, so dass ich hören konnte, was Schwester Helma gerade zu einer Patientin sagte. »Die hier nehmen Sie morgens, die nehmen Sie mittags, die nehmen Sie abends. Die nehmen Sie morgens und abends, die hier nur mittags, das ist das Ovulum. Die nehmen Sie abends und die beiden hier, die nehmen Sie jetzt gleich. Alles klar?« Es ging also wirklich weiter. Auch auf S1 hörte die Welt nicht auf, sich zu drehen. Ich verließ die Station durch die Schwingtür. Schwester Helma tat dort noch jahrelang ihren Dienst. Ich lief durch das Treppenhaus in die Eingangshalle hinunter. Schwester Gertrud endete als Geliebte eines verheirateten Mannes und als eine Sprechstundenhilfe in einer Landarztpraxis. Ich durchquerte die mit vielen Menschen gefüllte Halle. Dr. Behringer sollte diese Klinik im Sommer 1984 verlassen und in die Forschung gehen. Ein Jahr später sollte Professor Mennert bei delikatem Anlass an akutem Herzversagen sterben und meine Freundin Daniela sollte einen Kinderarzt heiraten und Mutter von Zwillingen werden, Eva und Katharina. Nein, die Welt hörte nicht auf, sich zu drehen, und ich grüßte die freundlich lächelnde Nonne an der Pforte und trat in den Park hinaus. Draußen war es hochsommerlich warm. Man mochte kaum glauben, dass es noch vor wenigen Tagen geregnet hatte und von der Sonne nichts zu sehen gewesen war. Jetzt strahlte sie mit mir um die Wette und ich blieb für einen Moment stehen, um das zu genießen. Der Wind war sanft, die Luft roch nach Glück, das Licht war hell, die Welt war klar. Auf einer der vielen Bänke saß eine hochschwangere Frau. Sie ließ sich und das Baby von der Maisonne streicheln. Und ihre Hände lagen auf ihrem Leib. Ein Anblick, der unsägliche Zufriedenheit widerspiegelte. Ihr gegenüber im Schatten saß eine alte Frau. Auch sie wirkte zufrieden, auch ihre Hände lagen friedlich im Schoß. Anfang und Ende. Ein ewiger Kreis. Schnellen Schrittes ging ich los, vorüber an der gastroenterologischen Klinik, vorüber an der chirurgischen Klinik. Ein paar junge Leute kamen mir entgegen und schauten mich ungläubig an. Vermutlich war ich in ihren Augen viel zu aufgetakelt, viel zu elegant und viel zu selbstbewusst. Ich lächelte nur. Sie hatten ja keine Ahnung. Und ich lief weiter, fast ein bisschen hastig, erreichte den Aufgang zum Hauptportal, ging die Treppe hinauf, betrat die Halle. Meine Schritte hallten wieder, und ich sah zu den Pförtnern herüber, die wie damals gelangweilt dasaßen und Zeitung lasen. Dann stand ich endlich vor der gläsernen Tür, die ins Freie führte. Während meiner Spaziergänge hatte ich sie oft von Weitem gesehen, diese Tür, aber nur von Weitem. Genähert hatte ich mich ihr nie, denn irgendetwas tief in mir hatte mich stets zurückgehalten. Wie gut ich daran getan hatte, dieser inneren Stimme zu folgen, wurde mir erst jetzt klar. Sehnsucht. Durch das Glas blickte ich auf die Straße hinaus und sah Menschen, die den Bürgersteig entlang schlenderten, die eilig die Straße überquerten, die an der Haltestelle auf den Omnibus warteten. Sehnsucht. Ich sah Autos, die an der Ampel standen, die sich in Bewegung setzten, als sie auf Grün sprang, die losfuhren. Sehnsucht nach dem Leben. Hinter mir lag ein Meer von Frieden und Einsamkeit. Von Hoffnung und Hoffnungslosigkeit. Vor mir lag der Rest der Welt. Und die Sehnsucht nach diesem Rest brachte alles in mir zum Erzittern. Ich blickte zu den Taxis, die abfahrbereit in einer langen Schlange vor dem Hauptportal standen. Das erste davon würde es sein. Seine Türen waren bei der Wärme weit geöffnet, und hinter dem Steuer saß ein Mann mittleren Alters, der gerade ein Würstchen vertilgt hatte und nun den Pappteller, auf dem der restliche Senf klebte, zielsicher in den Abfalleimer zu seiner Rechten warf. Dieser Mann würde es sein, dachte ich mir.
Er würde nach all der Zeit, die ich in meiner kleinen Welt verbracht hatte, der erste Mensch sein, dem ich in der großen Welt begegnete. Er würde mich heimbringen. Heim in die Zukunft. Ich atmete tief durch, stieß die Tür des Hauptportals auf, trat über die Schwelle. Lärm drang an meine Ohren, Stimmengewirr, das Quietschen von Reifen, die reinste Musik. Möge Gott mir die Kraft geben, die Dinge anzunehmen, die ich nicht ändern kann. Er hatte sie mir gegeben, diese Kraft. Ich hatte es akzeptiert, Krebs zu haben. Möge Gott mir den Mut geben, die Dinge zu ändern, die ich ändern kann. Auch den hatte er mir gegeben, denn es war mir gelungen, aus diesem Schicksal namens Krebs das Beste zu machen. Damit war mir auch die größte Gnade zuteil geworden, die einem Menschen überhaupt zuteil werden konnte. Gott hatte sie mir geschenkt, die Weisheit zu unterscheiden. Und so ging ich,